Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal Knights. Wir sind in den Smaragdfeldern, die nächste Insel, und wir haben einen neuen kleinen Quest. Und zwar sollen wir T drücken für die Charakter-Dingens. Und so. Wir haben plus 3 gekriegt auf alle unsere Stats und können hier durch Deko 30% einen, ja, quasi Buff auswählen. Wunderbar. Und dann, ja, heißt es weiter erkunden. So, wir sind auf den Smaragdfeldern. Das ist quasi so eine Insel, wie wir zu Hause haben. Nur andere, nur nicht unser Zuhause. Ganz einfach. Und ja. Ich würde sagen, weil wir ja zu Hause ein bisschen was bauen wollen, beziehungsweise irgendwie ein bisschen, ja, was machen wollen, können wir mal hier. Oh, warte mal, da hinten ist Licht. Ich würde gerne mal zum Licht gehen. Und dann ein bisschen Holz fällen, weil hier ist nämlich so viel Holz, das ist ja der Wahnsinn. Meine Güte. Was haben wir denn hier? Eine Laterne. Okay. Warum ist hier eine Laterne? Oh. Oh, shit. Schnell weg. Hui. Hier ist noch eine Mine, oder? Ist das eine Mine? Also nicht wirklich. Hier ist nur ein Minen-Ding. Und hier ist ein einziger Portalstand. Ach, hier ist das Portal. Alter. Okay. Gut. Ein Kupfererz. Okay. Gut. Was habe ich gesagt? Ich wollte Steine bauen. Wir können mal ganz kurz gucken. Hier. Und zwar zum Portal stellen. Ist vielleicht ein bisschen so halbwegs safe. Können wir Steinspitzhacke reparieren? Fähigkeiten? Ich weiß es gar nicht. Können wir die irgendwie, weil die ist gleich kaputt? Hm. Keine Ahnung. Okay. So, ich will auf jeden Fall Holz mitnehmen. Besten so viel mit wie möglich. So, hier. Jetzt wie Holz. Die ist kaputt gegangen, die Spitzhacke. Und ich glaube, ich kann sie nicht reparieren. Zumindest wüsste ich nicht, wie. Aber wir können eine neue bauen. Was ist das eigentlich? Schleifstoff beim aktuellen aktiven Gegenstand 50% Haltbarkeit wieder her. Aha! Okay, das wäre dann mal eine Idee. Schleifsteine haben wir doch. Glaube ich. Das heißt, wenn ich jetzt, warte mal, den hier ausrüste, das in der Hand habe und dann die 3 drücke. Haha! I see, nice, nice, nice. Okay, gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Riesige Bäume. Alle kaputt machen, alle mitnehmen. Kann man zum Glück alles wieder nachpflanzen, weil die nämlich auch ziemlich viel Seeds immer droppen. Oh Gott! Oh mein Gott, was ist das für ein Riesenvieh? Alter Vater! Alter! Shit! Ich bin gefangen, oder? Oh shit, oh shit, oh shit! Hey, das ist unfair, Freunde! Oh kacke, oh kacke! Hopp, schnell weg hier! Oh, ah! Die spielen voll unfair, die Schweine, ey! Ich glaube, Takt! So. Okay, also ich finde es aber gut. Also ich muss mal dazu sagen, also zum Early Access von diesem Spiel. Das Spiel hat schon, eine, also anscheinend eine, im Verhältnis auf jeden Fall, gute deutsche Übersetzung. Und ich glaube, Spiele, die bereits, ja, komplette Übersetzungen haben, die werden nicht einfach so fallen gelassen, weil nämlich Übersetzungen unglaublich teuer sind. Vor allem in verschiedenen Sprachen. Und Deutsch ist jetzt nicht unbedingt gerade eine Sprache, die alle Weltsprache, die man unbedingt übersetzen muss. Und deswegen bin ich sehr positiv überrascht und ich denke, die machen das schon hier, die Leute. So, okay. Hui! Das macht Spaß. So. Jetzt haben wir schon mal eine Menge Holz. Können wir jetzt mal hier noch ein paar Steine mitnehmen? Hier so eine Ruine. Ist hier irgendwas drin? Eine Kiste? Oh, ein Bett. Aber ich glaube, das Bett können wir nicht einsammeln, sondern nur die Reste davon. So. Das sind Steinziegelblöcke. Interessant. Der Boden sieht auch ziemlich cool aus. Oh, ein Schleifstein. Können wir den Boden... Sind die... Was ist das für Stein? Auch ein Steinziegelblock, okay. Ist wahrscheinlich
das Ganze dann von oben. Ich mag es, wenn Blöcke von oben eine andere Textur haben als von der Seite. Vor allem fürs Bauen. Sehr, sehr cool. Okay. Es gibt übrigens einen Schnellreiseslot unter M, wie Karte quasi. Kann man hier. Hier sind die ganzen 40 ja, Verzweigungen der Portale, die wir uns angucken können. Smaragdfelder, die komische Wüste und hier ist unser Zuhause. Hier wird auch angezeigt, was denn hier so alles gibt. Und, ne? Das ist unser Zuhause und hier können wir hinreisen. Und wir können jede Insel auch als Heimat festlegen, was ich auch ganz schön finde. Das heißt, wir sind nicht an eine Insel gebunden, was das Haus angeht, sondern ne, jede, die wir wollen. Da sind wir wieder. Oh, da ist ein kleiner Drache oder was auch immer das sein soll. Okay, war ich hier fertig? Nein. Irgendwas fehlt noch. Ich weiß gar nicht was. Ups. Alle hab. Lass mich. Hier fehlt noch irgendwas. Ach genau, ich erinnere mich. Und zwar müssen wir hier mal in die tiefen Tiefen. Einmal kurz meine Schwerter parieren. So. Und dann gibt es hier einen, ups, wunderbaren Bossgegner. Oh yeah. Weg, weg. Warum? Okay. Weg. Oh Gott. Ich bin so unfähig. Okay. Okay. Das haben wir jetzt geschafft. Boss besiegt. Yeehaw. Wunderbar. Ganz viel XP. Und hier Schatzkammer. Woo! Looten und leveln. Was steht hier eigentlich drauf? Alte Schatzkammer. Die tapferen Abenteurer, die es so weit geschafft haben, sollen sich den verdienten Schatz nehmen. Okay, das machen wir. Meins. Whee! XP, Quarzstein, Heiltrank, Baumwolle, Portalfragmente. Wunderbar. Wunderbar. Huch. Na gut, eingesperrt hier. Alle hopp. Toll. Schatz geholt und eingesperrt in den tiefen Mauern des Verlieses oder so. Keine Ahnung, ey. Ganz schön gemein. Okay. Dann mal ab zurück und mal eine Kiste bauen endlich für den ganzen Schmuck, den wir hier so dabei haben. Unser Inventar blinkt auch die ganze Zeit schon. Das nervt ein bisschen. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, alle Abenteuer. Nee. Kerkerturm. Habe ich nicht schon abgeschlossen? Was soll ich denn hier oben noch tun? Sonst... Ausguck. Ja, es ist wunderschön hier. Was habe ich denn jetzt hier bitte? Was soll ich noch machen? Ich war da schon jetzt unten. Wow! Oh, kein Fallschaden. Gut. Haben wir hier Quests? Nee, ne? Nee. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was blinkt denn hier? Map. Map blinkt. Oh, was ist das? Ah, so, ich soll mich zurück teleportieren auf meinen Stein. Das ist natürlich clever. Okay, gut zu wissen. Wir haben alle Grundlagen erledigt. Das freut mich doch sehr. Quests im Heimatinselchen sind erledigt. Es wird gerade Tag. Das ist wunderbar. Da vorne wohnt unser Haus. Sehr schön. Kommen die ganzen Slimes her? Verpisst euch, ihr seid im Weg. So, du noch. Wunderbar. Halt. Alles mitnehmen, was wir kriegen können an Loot. Und geh weg. Mach ihn fertig. Jetzt reicht's aber. Hier. Oder nicht? Ah! Na, endlich. Okay. Als erstes können wir mal hier die Bank aufwerten. Haben wir nämlich bessere Werkbank und können mehr Sachen herstellen. Wunderbar. So, was können wir jetzt tun? Wir können alles mögliche tun. Wir können vor allem erstmal eine verdammte Kiste bauen. Ein Holzfensterrahmen, yay. Wir brauchen auf jeden Fall eine Truhe. So. Wir brauchen einen Schmelzofen. Wir brauchen einen Amboss. Und ein Altar. Was macht ein Altar? Zur Herstellung von magischen Gegenständen. Brauchen wir das? Keine Ahnung. Ja, wir stellen die mal her, einfach weil wir es können. Dann brauchen wir ein neues Holzfenster für unser Haus. Oh. Ja. Bett. Zweimal Wolle. Also Baumwoll-Dingsbums. Oh, sorry. Einmal. Oh, nicht genug. Okay. Wir haben noch was drin liegen. Mitnehmen. Okay.
Dann gucken wir mal ganz kurz. Oh je, wir haben ja ganz schön viel Zeugs jetzt hier drin. Das und das müssen wir hinstellen. Und die die Kiste natürlich. Der Amboss. Können wir den drehen? Q. Mit Q können wir drehen. Schmelzofen. Kann man die mal, okay, gib mir die. Dankeschön. Sehr freundlich. Genau, wir können mal die Lampen aufhängen. Erst den Schmelzofen hinstellen. So, dann die Lampen aufhängen. Wir können sie auch... Wohl, nee, schon okay. Na, lass mich hier rein. Da noch eine hin und hier oben noch eine hin. Da vielleicht. So, jetzt haben wir jetzt wirklich mega hell drin. Das Licht steckt irgendwie, finde ich ziemlich cool. Okay, okay, doki. Wunderbar. Dann raus hier. Was können wir hier so alles machen? Weil ich würde nämlich... Ah, hier kann man Blöcke herstellen. Glaube ich. Okay, wir brauchen eine bessere Waffe. Wer ist denn damit? Hm? Qualität 8. Wir brauchen Kupfermesser. Ein Kupferbarren. 36 Schaden. Wie viel machen wir gerade momentan? Momentan 16. Das ist natürlich, das wäre ein mega Upgrade. Okay, dann machen wir das mal. Ach genau, das Fenster muss ich noch hinstellen. Fenster. Wie macht man das am besten? Drehen. Ah, so macht man das am besten. Okay. Fenster sind wieder alle cool, hier zu. Gut. Okay, so, die Kiste. Kommt hier hin und der lustige Zauberaltar. Wow, das Ding ist ja monströs. Das kommt vor die Tür. Das ist nämlich zu groß. So. Okay, was können wir hier machen? Heilung, Toben, Blitzschlag, okay. Interessant, okay. So, was haben wir jetzt in der Werkbank alles Lustiges? Eine Menge Rüstung, das ist gut. Eine Menge Waffen. Ein Kupferbogen, Qualität 5. Kupfermesser, also ein Kupferbarren. Den können wir hier herstellen. Kupferbarren, oh, Kohle, wo kriegen wir denn Kohle her? Kohle, okay. Mhm. Kupferspitzhacke. Wir brauchen Kupfer. Bergbaukralle. What the fuck? Interessant, interessant. Sehr interessant. Ansonsten können wir gerade erstmal nicht so viel bauen. Was ist mit Rüstung? Was ist rüstungstechnisch? Du bist für was gemacht? Ausweichen. Schützenhut. Bogenschütze, okay. Jäger, Mystiker, Jagd, Waldläufer. Lehrling. Junker. Wir sind der Junker. Junker. Gibt's denn hier nichts für mich? Hochmagier. Bogenschütze. Warum denn nur für die Bogenschütze und nicht für mich? Was soll das? Ich weiß es nicht. Ach, der Amboss vielleicht. Das würde Sinn machen. Oder auch nicht. Aha. Wikingerrüstung. Interessant. Ist das Schuppen, Kupferbarren und ganz viel Stoff? Okay, das heißt, wir müssen wohl auf Suche gehen von ganz viel, ja, Metallen, Kupfer. Und so weiter. Gut. So, also wir lassen hier. Heiltränke nehmen wir mal mit. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Wasser bleibt hier. Sonst müssen wir erstmal alles hier. Essen können wir mitnehmen. Das bleibt hier. Portalsteine, wenn wir noch brauchen. Wackeln brauchen wir. Steine bleiben hier. Das bleibt hier. Ganzen blöden Setzlinge sowieso. Das auch. Oh, voll. Schon voll? Da fuck. Tatsache. Okay, bessere Kiste. Mehr Kiste, meine ich. Nope. Rechtsklick. Kiste. Truhe 2. Ah, Eisenbarren, okay. Machen wir direkt 2 Kisten, weil wir es können. Haha. Sehr schön. Okay. Ups. So. Kiste. Kann ich die stapeln? Nee, kann ich nicht. Kann ich echt nicht stapeln? Warum nicht? Das ist gemein. Okay, dann eben so. Und hier. Dann das da rein und das da rein. Das und das. Die Schleifsteine brauchen wir noch. Die können da rein. Und das auch. Fackel.
Heiltrank essen. Okay, wir sind bereit für ein neues Abenteuer. Ja. Halt, stopp. Können wir nicht noch vorher was herstellen für unsere Verteidigung? Weil wir haben nackte Füße. Das ist ein bisschen unangenehm. Waldläufer, Ritterumhang. Wir haben einen Wildhüter. Mystika, die sind alle nur Waldläufer, Waldläufer. Natur. Okay. Junkerhelm hier. Einmal Stoff. Zweimal Stoff. Viermal Stoff. Das kriegen wir hin. Das brauchen wir dafür. Und das auch. Okay. Dann holen wir noch eben ein bisschen Stoff. Pflanzen auch gleich wieder an. Wunderbar. Zack, zack, zack. Einmal Baumwoll, Setzlinggedönse. Hopp. Überall hin, wo geht. Da ist noch schon Weizen. Hier noch, da noch. So, okay. So ist brav. Wunderbar. Alle hopp. Baumwolle. Eins. Drei. Sehr schön. Dann Rüstung. Scroll, 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 scroll. Als letztes die Hose. Die Handschuhe. Und den Helm. Jawohl. Kann schon irgendeine bessere Waffe herstellen, die jetzt nicht so ultra mega krass ist. Holzschwert haben wir ja bereits. Kupfermesser, ne, da brauchen wir direkt die krassen Dinger für. Okay, gut, dann lassen wir den Rest jetzt noch hier, den wir nicht brauchen. Was nichts ist, okay. Einmal ein Kopf. Dann Arme. Und Hose, also Beine. Sehr schön. Das mal fette Rüstung. Ich bin sehr begeistert, also können wir nun fett loslegen. Jawohl, ja. Ab durchs Portal, beziehungsweise ab hierhin. Reisen! So, ist die Frage: Gibt es hier Kohle? Konnte man das nachgucken, was es hier gibt? Mal kurz in die Karte. Kohle, Steinblock. Okay, hier gibt's Kohle. Juhu! So, wo könnte man hier eine Mine versteckt haben? Hier ist das Portal schon mal, das ist gut. Dementsprechend können wir schon mal die Portalsteine basteln, die sich hier befinden. Okay. Da ist eine fette Pflanze. Die fette Pflanze von gestern. Oh, eine Turtle. Oh Gott. Mach sie fertig, solange sie noch nicht rollt. Jawohl. Gib mir deinen Panzer. Den brauche ich nämlich, glaube ich. Für Dinge. So, ganz viel Stein. Ich hätte gerne eine Mine oder eine Höhle. Da oben ist ein halbes Haus. Also sind alles Ruinen hier. Hier ist das Portal. Vorne sieht es sehr höhlig aus. Natürlich wird es jetzt gerade wieder Nacht, wo man es am wenigsten gebrauchen kann. Hier ist Kohle. Yeah. Oh. First Person. Brauchen einmal eine 3. Jawohl. Yeah, Kohle. Wunderbar. Zack, zack, zack. So viel Kohle gleich. Das ist wunderbar. Yeah. Yeah. Wow. Wirklich viel Kohle. Sehr viel Kohle. Alter, das hört gar nicht mehr auf. Okay. Fähigkeit angegriffen. Das hört sich nur so mega nah an. Okay. Ups. Ich glaube, fast mit der Kohle können wir uns mal eben ganz kurz nach Haus verkrümeln. Weil,
wir schon mal bessere Sachen machen können. Reisen. Bessere Schwerter ist sowieso immer gut. Deswegen, ne? Besseres Schwert machen. Hihi. So. Ah, ja. Yeehaw. Oh, shit. Okay. Sehr gut. Wir haben inzwischen relativ viel Rüstung, was sehr gut ist. Hui. Jawohl. Oh ja. Oh ja. Du auch noch, mein Freund. Ich brauche XP. Sehr schön. Gib mir das Zeug. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Okay. Dann machen wir mal Kupferbarren, wenn ich Kupfer hätte. War das Kupfer hier? Nein. Ja, oh, wir haben gar nicht mal so viel Kupfer. Ups. Okay. Wie viel Kupfer brauchen wir denn für einen Kupferbarren? 4 Stück! Wow. Aber ich glaube, wir brauchen nur einen Kupferbarren für die Waffe, oder? Kupferprügel. Mehr Leben, ein Kupferbarren, 70 Schaden. Das ist natürlich krass. 2, okay. Natürlich etwas heftigere Sachen. Aber Kupferprügel sieht ja schon mal ganz geil aus eigentlich. Holz, 5 Holz. Habe ich die? Nein. Ja. Gut. So. Kupferprügel. Amboss. Okay. Alle hab. Alle hab. Yeah. Booyaka. Sehr geil. Was war hier? Ich habe noch irgendwas gesehen von wegen Werkzeuge. Genau. Bergbaukralle. Ach genau. Kupferspitzhacke und so weiter. Okay. Alles gut. Das passt schon so. So. Unsere Tasche. Kohle können wir schon mal hier lassen. Das auch. Und das Holz. Der Prügel kommt hier hin. Das Schwert kommt weg. Yeah. Fetter Prügel. Und zurück geht's auf unsere lustige Smaragdinsel reisen. Jawoll. Macht schon echt Spaß. Es ist schon sehr witzig. Auch wenn es hier auch wieder gefühlt immer Nacht ist. Aber es ist ja, glaube ich, generell in Spielen so. Aber jetzt ist alles weniger schlimm, denn jetzt können wir richtig ordentlich zuschlagen. Bäm. Fragmente, Beeren, wir sind voller Leben, sind wir? Bäm. Ganz genau. Und dich kriege ich auch noch. Wow, fettes Vieh. Bäm, bäm, bäm. Das kriegen wir hin. Haha. Sehr schön. Da unten wird sich geprügelt mit Schleimen. Okay. Können wir mehr Portalsteine bauen? Ja, eine 4 haben wir. Ich brauche noch 2 weitere. Sehr gut. Dann können wir direkt mal die nächste Ebene bereisen. Das wäre doch ganz wunderschön. Wo war jetzt dieses blöde Portal? Ich glaube, da vorne? Nee. Geh mal nicht auf den Sack. Der mich ja Slime. Oh, noch mehr Kohle. Die muss ich noch eben mitnehmen. Hups. Den Beweis haben wir das nächste Mal Kohle sehen. Okay, das war's schon. Das war's schon. Okay. Dann halt nicht. Flup. Au. Lass das. Alles gut. So, wo, und überhaupt? Hilfe? Wie komme ich hier wieder rauf? Warte mal, ich muss hier... Oh, mehr Kohle. Hopp. Ich brauche Kohle, 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 Kohle. Auf jeden Fall. Boom, boom. Genau, es ist noch eine Mischung aus Creativerse und Sky Saga oder so. Das kann man es, glaube ich, sagen. Weil Creativerse ist ja quasi der... Ja, Minecraft-Ableger im Sinne von Blöcke bei voll 3D und so. Und Sky Saga ist ja mehr Blöcke, 3D und so. Aber Quests und Level und so, ne? Oh, noch mehr Kupfer, noch mehr Kohle.
Flugzeug, Flugzeug, Läuft, egal. Da müsst ihr jetzt durch. Dafür gibt es bei mir frische Luft und das ist wunderschön. Denn ich glaube, also es ist gefühlt draußen schon wieder Frühling, ja. Es ist im Verhältnis mega warm. Und das ist wunderbar. Diese frische Luft ist einfach der Wahnsinn. Hopp. Hier. Ja, genau. Hier wird das Portal. Okay. Dann portalisieren wir uns mal in die nächste Ebene. Wunderbar. Weiter geht's mit uns. Und einmal hier reparieren. Danke. Und schwuppidiwupp. Purpurwälder. Oh, ich bin gespannt. Da war ich noch nie. Also bis zur Smaragdebene war ich und weiter war ich noch nicht. Jetzt heißt es, wir entdecken zusammen komplett neue Sachen hier. Purpurwälder, Level 4. Neue Insel. Okay, okay. Bei Nacht natürlich riesige Pilze. Und was ist das denn für ein riesen Ding? Sind das Kürbisse? Kürbissetzling. Okay, der war noch, glaube ich, gar nicht reif. Gut, dann nicht. Wow, schöne Bäume. Oh. Rubinbaumsetzling, das nehme ich. Was bist du denn? Bist du ein Glühwürmchen? Ein Glühwürmchen? So, okay. Mitgenommen. Was gibt es denn hier? Oh, hier gibt es ganz viel Kupfer. Das ist gut. Ich brauche nämlich Kupfer. Für neue, coole Sachen und so. Yeah. Gib mir diese Kupfer, please. Einmal. Whoop. Du bist kein Kupfer. Hier ist Ende mit Kupfer. Ja. Flip. Sehr schön. Es wird Tag. Na, endlich. Hier gibt es Pilze und lustige andere Sachen. Was bist du bitte? Karotten! Karotten! Oh, Karotten. Wie schön. Die nehme ich mit. Haha. Ein schönes Karottenfeld anlegen. Ja. Pass ich nicht zwischen. Ich bin zu fett. Okay. Voll der dichte Wald hier. So, was haben wir hier unten? Da ist ein dickes Steinhaus. Bam, bam. Egal. Tank ich weg. Woo! Level up. Wunderbar. Lass uns mal gucken, was es als nächstes gibt. Erstmal natürlich plus Zeugs. Und erst ab Level 5 können wir neue Talente freischalten. Okay. Wissen wir Bescheid. Oh. Ein Verlies. Nehmen wir First Person. Gibt's hier wieder einen Boss? Ah! Tatsache. Au. Ausweichen. Oh Gott, zu spät. Ausweichen, ausweichen. Oh Gott, er hört nicht auf zu schlagen. Komm schon, schlag noch mal. Okay. Gut. Alles gut. Alles gut. Wir können was verknusern hier. Naja, das bringt irgendwie überhaupt gar nichts. Naja. Ups, das will ich nicht. Okay, gut, das hätten wir. Gibt's hier meinen Loot? Oh, shit! Explodieren die Dinger schon wieder. Hey, hör doch auf damit! Können wir das springen? Das ist voll unfair! Scheiß Vieh! Das geht... Au! Das ist nicht okay! Das ist ganz und gar nicht okay! Jetzt komme ich dran. Oder auch nicht. Okay, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Lass mich die Tür aufmachen. Noch so ein Vieh. Das ist doch voll unfair. Das ist wirklich mega unfair. Leute, Leute, Leute. Aufhören. Aufhören, 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 aufhören. Alter. Ah, lauf, 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 lauf. Au, au, au. Ich kann doch gegen die gar nichts machen. Muss ich mir echt einen Bogen craften? Kann ich das von hier aus? Waffen. Holzbogen. Werkbank. Mist. Okay, kurz nach Hause, würde ich sagen. Alle hopp und alle hopp. Ich brauche wohl einen Bogen oder sowas in der Art. Hm.
Muss hier direkt mal einen Weg ebnen. Hier ist irgendwie... So. Okay. Schon besser. Wunderbar. Okay, dann gucke ich mal, dass wir einen Bogen hergestellt kriegen. Aber ich würde erstmal sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin. Ciao, ciao.